Herzlich willkommen im Chorresonanzraum, YouTube-Kanal für alle professionelle Chorsänger und Chorsängerinnen. Ich bin Sografia Madesi, freischaffende Sängerin, leidenschaftliche Choristin und Gründerin von den Chorresonanzraum. Heute werden wir Fragen über Vorsingensituationen beantworten, und zwar: Wie wählt ein Chordirektor die richtige Chorsängerin oder den richtigen Chorsänger aus für das jeweilige Ensemble? Oder was wirkt vorteilhaft für einen Chordirektor in einer Vorsingensituation? Gibt es Unterschiede von Ensemble zu Ensemble? Was ist ein A-Haus? Diese Fragen und andere Fragen werden wir beantworten mit meinem heutigen Gast. Und ich darf jetzt sagen, dass es für mich dieses Interview sehr, sehr besonders ist, weil ich dafür das erste Mal im Chorresonanzraum einen Open-Chor-Direktor begrüßen heißen. Und zwar der Chordirektor von Theater Koblenz. Herzlich willkommen, Eike Schmidt. Dankeschön. Wie schön, dass du da bist heute bei uns. Das ist echt eine besondere Freude für mich. Ja, ich freue mich auch sehr und ich bin super, was du machst. Vielen Dank. Ja, das war immer ein Traum für mich. Und magst du vielleicht uns erzählen ein bisschen über dich? Wo kommst du her? Wo hast du studiert vielleicht? Und wie war dein Werdegang bis diesen Zeitpunkt? Gerne. Also Aki Schmidt, Chordirektor am Theater Koblenz. Ich habe in Essen und in Stuttgart studiert, wo wir uns ja auch kennengelernt haben an der Musikhochschule Stuttgart. Ich habe verschiedene Sachen studiert, unter anderem auch Geige und Orchester dirigieren. Und habe dann meine ersten Tätigkeiten waren am Nationaltheater Mannheim, nachdem ich vorher ein bisschen assistiert habe an der Oper Frankfurt. Und dann war ich eben an Mannheim fest und habe da am Ende dann die Einstudierung des Opernchors übernommen, habe aber danach auch wieder andere Wege gesucht, habe ein bisschen dirigiert und versucht Richtung Kapellmeisterei zu gehen, habe viele freie Sachen gemacht und war bei verschiedenen Festivals und mit großen Ensembles gearbeitet, mit kleinen und wollte irgendwann wieder mehr zu Hause schlafen und habe mich dann wieder für eine feste Stelle entschieden und bin jetzt eben am Theater Koblenz Chordirektor. Oh, wie schön. Und ich war jetzt neulich im Theater Koblenz und ich war persönlich sehr beeindruckt für das Niveau dieses Chores. Und ich wollte dich fragen, was macht deiner Meinung nach den Open Chor Koblenz Besonderes? Also ich finde, wir haben ja grundsätzlich diese Situation, dass an einem Haus unserer Größe es oft üblich ist, dass die Chorsänger auch immer wieder kleine oder mittelgroße Partien übernehmen können. Das heißt, wir haben viele Leute, die immer wieder gefordert werden, sich auch solistisch zu zeigen. Wir sind sowieso, wir haben 25 Stellen, das heißt 25 Leute auf der Bühne wirken ganz anders als 50. Da ist jeder Einzelne viel wichtiger, jeder Einzelne ist viel mehr gefordert, ist szenisch viel auffälliger. Und das merkt man dem Chor an, dass da ein sehr guter Geist weht, dass jeder Einzelne sich wichtig fühlt, dass jeder Einzelne um seine eigene Wichtigkeit weiß. Dass dazu kommt, dass wir ein verhältnismäßig junger Chor sind. Wir haben dadurch auch, vielleicht nicht dadurch, aber unter anderem auch dadurch ist der Chor sehr ambitioniert. Die hauen sich gegenseitig auf die Finger. Die achten sehr darauf, dass das anständig gearbeitet wird. Insofern haben wir weht da ein sehr guter Wind bei uns. Ja, das kann man wirklich sagen. Ich war, als ich diesen Sommer da bei euch war, ich dachte wirklich, wow. Also ich habe was ganz anderes erwartet, muss ich sagen. Also nichts gegen wir, aber ja, man denkt immer kleine Kurven, schauen wir mal. Und es war unglaublich und die Stimmqualität und so gutes Niveau. Wirklich auch Chapeau an dir, muss ich sagen. Ja, du hast auch bestimmt was da getan, dass es dieses Niveau erreicht wurde. Und magst du vielleicht uns
sagen? Du hast davor gesagt, du hast bei verschiedenen Ensembles noch gearbeitet. Also du hast die großen Ensembles genannt, beziehungsweise Frankfurt und Mannheim, aber du hast auch an andere Ensembles gearbeitet, dirigiert. Und ich wollte dich fragen, was siehst du da für Unterschiede? Merkst du Unterschiede in die Stimmung vielleicht oder in das Niveau? Oder kannst du kurz vielleicht was darüber sagen? Ja, also grundsätzlich hat ja jedes Ensemble oder jedes Theater unabhängig von Größe oder unabhängig von der Trägerschaft einen sehr speziellen eigenen Geist. Also jedes Ensemble hat eine eigene Kultur und jedes Theater hat ein sehr spezielles Eigenleben. Und da ist es eigentlich egal, wo man ist. Man erlebt jedes Mal, sobald man das Gebäude betritt, sobald man den Leuten begegnet, merkt man jedes Mal, hier sind die Menschen so, hier sind die Menschen so. Man reagiert auf ganz andere Dinge, man geht unterschiedlich miteinander um. Aber irgendwie ergibt sich auch dadurch jedes Mal wo eine eigene Herangehensweise. Ich muss auch sagen, dass ich einige Häuser ja als festangestellter Mitarbeiter kennengelernt habe und andere als Gast. Und das ist auch wieder was anderes, wenn man als Gast kommt und sich dann eben nur um die Produktion kümmert, für die man jetzt da ist. Dann kann man sich eben ganz frei mit allem auseinandersetzen, was das Künstlerische betrifft. Und wenn man fest ist, dann dringt man natürlich viel mehr in das Innenleben ein, bekommt viel mehr mit, was interessant ist, aber ich auch nicht immer schön, aber das ist ja in jedem Betrieb so. Und dann, ich finde jeden Betrieb spannend, ganz egal, wie groß oder wie schön der ist. Gerade die Betriebe, die es dann oft nicht so leicht haben, entwickeln ja noch viel mehr Energie und noch viel mehr Kreativität. Große Häuser sind ja sehr große Maschinen mit großem Repertoire, wo viel läuft und dann geht es immer gleich weiter. Man hat eine Premiere und gleich wird die nächste Wiederaufnahme vorbereitet. Und an kleineren Häusern hat man dann viel mehr Zeit für Details. Und so hat alles seine Vor- und Nachteile und auch alles seine Vorzüge. Was wären dann vielleicht die Nachteile für ein kleineres Ensemble zu vergleichen mit einem großen Ensemble? Also, das ist schwierig. Also ich finde, bei größeren Häusern merkt man dann manchmal, vielleicht die Bühne kann viel mehr technisch, es ist viel mehr möglich. Es gibt natürlich mehr Personal, man hat größere Ressourcen. An kleineren Häusern sind die Wege aber kürzer und man arbeitet viel mehr miteinander, man kommuniziert viel direkter miteinander und kommt dann auch sehr, sehr schnell zu einem Ergebnis. Ich will gar nicht sagen schneller oder langsamer, denn letztendlich groovt sich das ja überall ein und es funktioniert eben überall mal schlechter, mal besser. So ist es. Da hast du recht. Ja, und eine Frage, die viele gefragt haben, ist, dass man hört immer von der Einstufung von Theatern als A, B oder C-Haus. Was genau bedeutet das? Also das orientiert sich an der Orchestergröße. Also wir haben eben die Orchester, die nach dem TVK, das ist deren Vertrag, bezahlt werden. Und da gibt es die Einstufungen in A, B, C, D. Das hängt immer mit der Größe zusammen. Je größer das Orchester, ein A-Orchester ist eben dann die größte Größe, wobei es da eigentlich auch Unterschiede gibt. Es gibt die Möglichkeit, da zu unterscheiden. Und es ist nicht vorgeschrieben, dass das B-Orchester 60 Leute haben muss. Aber das ist eben ein ungefährer Rahmen. Und und dann spricht man eben salopp vom B-Haus. Aber das ist auch nicht immer gleich. Es gibt auch Häuser, bei denen das Orchester ein A-Orchester ist und wo aber trotzdem alle anderen an den Gagen eines B-Hauses orientiert bezahlt werden. Aber das ist ein ziemlich großes Feld. Okay, das heißt, die
jetzt gerade, Entschuldigung, wo wir jetzt hier beim Thema Chor sind, muss man dazu auch sagen, dass Chorgagenklassen ja anders bezeichnet werden. Das ist nicht A, B, C, D. Da gibt es eben die Chorgagenklassen 1a, 1b, 2a, 2b. Und auch da ist die Bezahlung unterschiedlich. Und es gibt eben, also es gibt da so Beträge, an denen man sich orientieren kann, aber auch innerhalb der Stufe 1b kann man eben weniger oder mehr verdienen. Dann gibt es noch Fußnoten. Manche Häuser machen viele Aufnahmen. Also das ist immer irgendwie variabel. Kann man diese Gagenklassen irgendwo finden? Also so geschrieben, wo man überhaupt sehen kann, ungefähr in was für eine Größe sich orientieren, was für eine Höhe? Also die Chorsänger haben ja den Vertrag NV Bühne, Sonderregelung Chor. Den NV Bühne kann man googeln und findet man alle Zahlen. Super, vielen Dank für diesen Info. Das wusste ich nämlich auch nicht. Schön. Und okay. Ja, und Koblenz dann. Ist es, was für eine Stufe hat dieses Haus und was für eine Gagenklasse, wenn ich das da fragen darf? Also wir haben in Koblenz den besonderen Fall, dass das Orchester ein eigenständiger Betrieb ist. Das hat also, wir haben das die Rheinische Philharmonie in Koblenz, die ein B-Orchester sind, aber eben einen anderen Arbeitgeber haben als das Theater. Das Theater ist städtisch, während das Orchester eben vom Land bezahlt wird, betrieben wird. Das heißt also Orchester, ich weiß die genaue Größe gar nicht. Das ist, glaube ich, nee, ich sage jetzt keine Zahl, ich weiß die Größe nicht. Und im Chor sind wir in der Chorgagenklasse 2b. 2b, alles klar. Ja, liebe Aki, und jetzt kommen wir an die Frage, die für mich persönlich wichtig ist, und zwar das Thema Vorsingen. Also du bist schon seit einer Weile Chordirektor in Koblenz und du hast bestimmt in mehrere Vorsingen entscheiden müssen, was für eine Person du in diesem Ensemble, das eigentlich sehr solistisch wirken soll im Prinzip, wenn so wenige Leute da sind. Und da musst du auf jeden Fall entscheiden, wer passt. Was sind deine Kriterien, um eine Person dann auszuwählen, eine Sänger oder eine Sängerin? Ja, also zuallererst muss ich wissen, passt die Stimme in den Chor? Das ist also völlig losgelöst von der Person und dem Lebenslauf etc. Ich muss einfach nur wissen, passt diese Stimme in den Chor? Ich werde oft vorher gefragt, was genau suchen Sie eigentlich? Und ich habe da klare Vorstellungen. Ich weiß ja auch, wen ich ersetzen muss. Ich weiß, in welche Richtung ich vielleicht möchte. Vielleicht ist das ja auch eine Chance, dass ich was ganz anderes suche. Und gleichzeitig bin ich aber auch immer offen und wünsche mir eigentlich auch sehr, dass eine neue Stimme kommt, mit der ich noch gar nicht gerechnet habe, von der ich aber denke, die passt. Aber das ist eben das Wichtige. Ich muss erst einmal wissen, passt diese Stimme in den Chor. Dann ist das Zweite. Was fragen da? Darf ich, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, weil es ist für mich irgendwie bewusst geworden die letzten Jahre, dass jede Chor eine ganz andere Klang hat oder manchmal bestimmte, also jetzt nicht in deinem Fall, aber dass manchmal der Chor vielleicht belastet ist von einer gewissen Farbe, die aber der Chordirektor, denn es muss geändert sein. Kannst du da ein bisschen kommentieren oder sagen, ja, weil jede Chor ist halt anderes. Also ich habe zum Beispiel eine Chor vorgesungen, eine kleine Chor, und ich wusste das alles nicht, dass ich mehr solistisch sein muss, weil ich nur mit großen Chören gesungen habe. Und da wurde, also das habe ich quasi im Nachhinein erfahren. Kannst du da ein bisschen mehr sagen, was genau gesucht wird in diesem speziellen Chor zum Beispiel? Ja, also teilweise kann man das ja auch von der Größe des Chors ableiten. Eine riesige Stimme kann ich in einem 25er Chor nicht so gut unterbringen wie in einem 50er Chor. Weiß ich jetzt zum Beispiel auch, ich habe zwei sehr massive Stimmen und brauche irgendeine Verbindung dazwischen, oder es ist jetzt in einer bestimmten Stimmgruppe und ich suche da eine Brücke zu der nächsten Stimmgruppe, oder ich weiß zum Beispiel, da geht jetzt jemand in Rente und ich bin froh, dass ich jetzt endlich eine neue Leichtigkeit reinbringen kann, oder ganz im Gegenteil, ich finde die Gruppe zu leicht und wünsche mir etwas mehr Fundament.
Und genau, also das sind so Punkte, über die man nachdenkt, wenn man sich überlegt, wie man eigentlich den Chorklang bilden möchte. Und das hängt, das, also ich habe ja auch meine ganz eigene Art, mit dem Chor umzugehen. Ich habe meine eigenen Klangvorstellungen, wo ja auch vieles unter mein Berufsgeheimnis fällt. ja, also da ich, ja, also es ist irgendwie da, wie so ein Puzzleteil. Und da hat man ein Puzzle und da fehlt ein Teil, um genau das perfekte Bild zu erstellen oder hoffentlich perfekte Bild. Das erste ist, passt die Stimme in den Chor? Das zweite ist, kann ich mit der Stimme arbeiten? Also manchmal höre ich ja auch dann eine Stimme, die vielleicht in den Chor passt oder mit der ich aber vielleicht nicht umgehen kann. Oder wo ich denke, ich finde vielleicht nicht den richtigen Zugriff, um diese Person zu integrieren. Also das Integrieren der Stimme in einen bestehenden Chor ist ja auch ein ganz wichtiges Thema. Also und dazu bleibt ja dann auch gar nicht viel Zeit, weil ja dann nach wenigen Wochen Probe dann gleich die erste Premiere kommt. Und dann möchte ich ja, dass diese Stimme integriert ist. Das heißt, ich muss wissen, kann ich mit der Stimme arbeiten? Manchmal singt die Person dann vielleicht auch etwas vor, wo ich merke, da werden bestimmte Dinge umschifft. Und dann frage ich, ob wir nochmal kurz was üben können. Und dann machen wir irgendwie zwei, drei Übungen, wo ich dann eben auch merke, kriege ich jetzt das zurück, worum ich gerade bitte. Und wenn das funktioniert, dann weiß ich, ich kann mit der Person arbeiten. Das mache ich nicht immer, aber manchmal, wenn ich mir dann manchmal nicht sicher bin. Ja. Eine Frage, wann würde eine Stimme dann nicht integriert? Also wann kannst du dann eine Stimme nicht integrieren? Was meinst du genau damit? Also das ein Thema ist tatsächlich sehr oft Vibrato. Fokus der Stimme, aber auch Anpassungsfähigkeit, dass ich eben weiß, die Stimme ist da, aber wenn sie jetzt in einem Chor klingt, dann entstehen diese Verbindungen zu den anderen oder strahlt sie zu sehr. Da muss ich halt ein paar Dinge ausprobieren, manchmal. Manchmal. Es gibt auch, wir haben gerade eine Stelle besetzt, wo ich mit einer Sopranistin wunderschöner, also wir haben zwei Stellen besetzt mit zwei wunderbaren Sopranistinnen, muss ich jetzt der Fairness halber sagen, aber wo ich auch gleich wusste, das ist so eine, die eine ist so eine richtige, wunderschöne Chorstimme, ein richtig schöner Chorsopran und da musste ich gar nichts ausprobieren. Wäre das zum Beispiel ein Problem, wenn man ein zu sehr großes, also das heißt hier Zwischensänger Peng oder Squealer oder so, ist es das ein Problem, zum Beispiel in einem Opernchor? Also das ist ja auch Geschmackssache. Ne? Also manche mögen das sehr, andere mögen das nicht so sehr. Da sind wir uns auch, da bin ich schon oft dann auch mit Kollegen nicht einig gewesen. Ich finde, man muss so ein Peng einsetzen können. Ich finde, Peng finde ich grundsätzlich gut, aber ich finde auch, man muss wissen, wie das geht und man muss auch ohne können. Also man muss mit der Stimme umgehen können, man selber auch. Der dritte Punkt eben, dass ich ganz wichtig finde, dass es menschlich passt. Dass die Person menschlich in den Chor passt. Das ist jetzt auch bei unserem Chor, bei unserer Größe noch viel wichtiger als in einem größeren Chor, weil in einem größeren Chor, da kann es auch passieren, dass es sich so ein bisschen verliert, aber in einem kleineren Chor fällt es noch viel mehr auf, wenn eine Person nicht in den Chor passt. Und wenn wir 25 Leute sind, und dann ist auch immer für die Kollegen wichtig, ob sie von nun an jeden Tag zweimal neben dieser Person sitzen und mit ihr arbeiten können. Das ist sehr, sehr wichtig für die Stimmung, für die Atmosphäre. Und das wirkt sich ja dann auch auf die Leistung aus. Und kannst du sowas schon beim Vorsingen sehen? Wäre jetzt meine Frage.
Ist es sowas zu merken im Vorsingen schon? Ich weiß, dass viele Kollegen das vielleicht anders machen, aber ich möchte eigentlich immer im Vorsingen auch eine möglichst freundliche Atmosphäre kreieren. Und deswegen ist mir auch immer wichtig, dass ich die Leute erst einmal begrüße und denen nach dem Gesang auch ein paar Fragen stelle, ein bisschen über die Person zu erfahren. Dass man so, man merkt ja auch, wie reagiert man aufeinander. Chemie stellt man ja auch immer fest, ob das passen könnte oder zumindest, wenn es überhaupt nicht passt. Aber ich versuche immer, die Leute auch schon ein bisschen kennenzulernen. Das finde ich so toll, dass du das machst. Wirklich, also ist mir tatsächlich nicht sehr oft sowas passiert, aber jetzt, wenn du das sagst, ich denke, das wäre tatsächlich sollte eine Bestandteil sein bei jedem Vorsingen, vor allem für eine feste Stelle, oder? Weil man will mit den Personen natürlich, bevor man sich entscheidet, auf jeden Fall wissen, wer ist diese Person oder ja, also ich finde das eine sehr gute Idee, dass du mit den Personen agierst. Ja. Ja, und das ist trotzdem auch oft eine Geschmackssache, oder? Dass der eine Person zum Beispiel wie eine bestimmte Art von Person am liebsten, also ich merke öfter zum Beispiel, oder mir ist schon passiert, dass die Leute wollen jemand, der super irgendwie, nicht dominant, aber auf jeden Fall sehr selbstbewusst ist und andere, die eben was anderes bevorzugen. Eher Harmoniemensch, oder? Das ist auch eine Geschmackssache. Das ist wirklich, man kann es nicht wissen im Voraus manchmal, was es einem kommt, was man erwartet, oder? Genau. Ich finde es auch eben jetzt, weil ich ja eben oft gefragt werde, was ich suche, ich finde es eigentlich falsch, mir vorher genau vorzunehmen, ich suche die Person mit der Stimme und den Eigenschaften, dann lasse ich ja den Leuten keine Chance mehr. Und ich weiß ja, also wir alle wissen ja selber, wie das ist, vorsingen zu gehen, vordirigieren zu gehen. Und wir alle sind in dieser Situation oft genug gewesen und wir alle sind oft genug nicht genommen worden. Also bei vielen hat es ja dann auch nur das eine Mal geklappt, wo man dann geblieben ist. Und das vergisst auch niemand. Und wenn dann eben jetzt jemand kommt und jetzt angereist ist, Geld ausgegeben hat für die Fahrt, fürs Hotel und dann nervös ankommt und dann ist mir auch erstmal wichtig, die Person reinzubitten und dann eben zu sagen, schön, dass Sie da sind und wir freuen uns. Und das ist ja irgendwie, das ist ja was total Menschliches, sich kennenzulernen und dann festzustellen, man mag sich oder man mag sich nicht. Das passiert einem ja nicht nur im Vorsingen, das passiert einem ja überall. Wenn ich in die Kantine gehe, weiß ich, zu den Leuten möchte ich mich setzen, zu den Leuten möchte ich mich nicht setzen. Oder wenn ich auf eine Party eingeladen bin, dann finde ich auch die Leute, mit denen ich mich gerne unterhalte und weiß, mit den anderen werde ich es wahrscheinlich nicht so viel zu tun haben. Und diese Erkenntnis, dass das etwas völlig Natürliches ist, ob man sich mag oder nicht mag, ob man gut miteinander auskommt oder nicht, das hat mir sehr viel Druck genommen, weil ich auch wusste, wenn ich irgendwo nicht genommen worden bin, anfangs hat mich das immer wahnsinnig gemacht und ich war so gut und ich hab mich so gut gefühlt und es hat so gut geklappt. Gut aber vorbereitet, oder? Genau. Und, ja, so hart gearbeitet. Ja, und am Ende weiß man aber, es ist gut, dass ich nicht dahin gegangen bin. Es ist gut, dass sie mich nicht genommen haben, denn die mochten mich nicht. Also wenn ich hingegangen wäre, trotz allem, dann hätten wir das früher oder später gemerkt, dass wir nicht gut miteinander auskommen und dann wird man krank, unglücklich und deswegen ist es gut, wenn man weggeht und dann woanders sein Glück versucht. Also mir tut das immer leid, wenn ich dann 99% der Vorsingenden wieder wegschicken muss und nur eine da behalten kann oder einen, aber dann sage ich auch immer, bleiben Sie mutig, machen Sie weiter, woanders wird es klappen. Sehr, sehr schön. Oh, das finde ich so schön. Ich finde das so motivierend, was du sagst, weil
Ja, also mir ist es bewusst, ich hatte auch neulich ein Gespräch mit einer Kollegin und diese Kollege auf jeden Fall, der hat so viel sich opfern müssen, überhaupt für jedes Vorsingen, wo er gefahren ist. Und dieser Respekt, dass du auch gibst, hat der verdient. Und das ist aber nicht oft der Fall. Das finde ich sehr, sehr toll, dass du so die Leute herzlich willkommen heißt und dann, es hat gepasst, es hat nicht gepasst, ist auch eine Geschmackssache oder was du genau brauchst. Also ich hatte neulich die Gedanke, das ist fast wie eine Blind Date, dass man weiß nie, was es zu einem kommt. Vielleicht gibt es plötzlich Chemie, vielleicht auch nicht, aber das nimmt man nicht übel, sondern Ja. es ist einfach so, oder? Ja, und also man beobachtet ja auch schnell, ich muss dazu sagen, mein Chor hier in Koblenz ist menschlich wirklich, also einwandfrei. Und man merkt in Vorsing-Situationen ist es doch so, die Leute, die zuhören und die einen beurteilen, die finden immer was. Was sie kritisieren möchten. Und wenn es nur die Kleidung ist oder die Frisur. Man lässt sich doch immer blenden von irgendwelchen Oberflächlichkeiten. Und wenn ich sowas erlebt habe, dann habe ich immer schnell die Leute ermahnt und immer darauf gepocht, dass man sich daran erinnert, wie es für einen selber war in dieser Situation. Und eben, es haben doch alle. Auch erlebt, dass sie aus Gründen, die vielleicht nicht unbedingt politisch korrekt sind, nicht genommen wurden. Das ist ja alles einfach, das kommt halt alles vor und da ist einfach wichtig, dass man freundlich bleibt. Ich habe anfangs, muss ich auch gestehen, als ich die ersten Male in Vorsingen saß, man hört ja eigentlich sehr früh, ob die Stimme einem gefällt oder nicht. Eigentlich der berühmte erste Ton. Ne? Sänger noch immer der erste Ton, der muss da sein. Und wenn man dann nach dem ersten Ton dann schon weiß, wahrscheinlich nicht, dann dachte ich immer, ja komm, wir haben 50 Leute hier, warum müssen wir jetzt 50 Leute 4 Minuten Arie singen lassen? Wir können doch immer wie beim Orchesterprobespielen nach der Exposition Schluss machen. Und das ist aber, gerade weil es eben auch nur 4 Minuten sind, finde ich es absolut wichtig, dass man die Leute wenigstens die erste Arie singen lässt. Also ich meine, die meisten, 2/3 wahrscheinlich, müssen ja sowieso nach der ersten Arie schon wieder die Sachen packen, weil nicht alle in die zweite Runde kommen. Aber das habe ich selber dann auch schnell gelernt. Und das finde ich eine gute Sache. Ja, weil besonders, wie gesagt, wenn man, also nicht sehr oft ist so, dass man sehr viel Geld ausgeben muss, um überhaupt zu einem Vorsingen zu kommen. Und man darf mindestens die erste Arie dann singen, aussingen. Und dann es ist es erledigt. Dann kann man entweder packen oder nicht, aber das ist auf jeden Fall sehr respektvoll, würde ich sagen, und nicht unterbrechen. Man muss ja auch sagen, Entschuldigung, wenn ich so viel rede, aber ich finde, Ich liebe es. Du sagst sehr schöne Sachen, lieber Axel. Bitte red weiter. also mich interessiert bei Vorsingen überhaupt nicht, wenn man hört, die Person war jetzt eine Woche erkältet und es ist noch voll und zu und weiß ich was. Ich höre ja trotzdem, wie die Stimme ist und ich höre, dass noch nicht frei ist und mich interessiert auch nicht, wenn jemand nervös ist und deswegen mal irgendwas mit dem Atem nicht schafft oder so. Oder wenn es ein paar Minuten dauert, bis die Person reinkommt und sich freier fühlt. Solche Dinge interessieren mich überhaupt nicht. Auch oder wenn jemand dann mal Text vergisst oder falsch abbiegt in der Arie oder so. Das kann ja alles passieren und man ist nervös und es ist keine schöne Situation. Und solche Dinge interessieren mich überhaupt nicht. Ich möchte eben die Stimme hören und das Material hören und wissen, dass das funktioniert. Sehr, sehr schön. Ich habe jetzt eine Frage für dich, die mir gerade eingefallen ist. Und zwar, wie ist es mit der Spielfreudigkeit? Ist es etwas, was es deiner Meinung nach
eine große Rolle spielt beim Vorsingen? Weil ich höre auch unterschiedliche Sachen. Ja, also was ist es, wenn jemand spielt und ist es, gibt es zu wenig oder zu viel und was ist zu wenig und zu viel? Genau, es gibt, glaube ich, beides. Es gibt zu wenig und es gibt zu viel. Das ist auch schwierig. Also das ist sehr schwierig zu beantworten. Ich habe oft mitbekommen, wie Sängern gesagt wurde, bleib auf deinem Kreuz stehen, hier ist die Markierung, bleib da stehen, beweg dich nicht. Aber das ist ja überhaupt nicht die Realität, das ist ja überhaupt nicht das, worum es geht. Und eigentlich habe ich auch oft mit Sängern gearbeitet und gesagt, ja, für diesen einen Ton brauchst du doch die Bewegung und nimm die mit und dann hast du die bei jedem Vorsingen und das gibt dir Sicherheit. Und aber wie gesagt, also ich finde, man macht sich so schnell mit allem angreifbar. Also das ist ja genau das Prinzip. Man stellt sich hin und sagt, so bin ich und mit allem, was man tut, macht man sich angreifbar, weil über alles diskutiert werden kann. Und dann ist immer die Frage, was wäre tatsächlich zu viel? Und ich finde, gerade wenn es um Chorgesang geht, man muss zeigen, dass man auf der Bühne eingesetzt werden kann, aber man muss auch zeigen, dass man nicht zu viel Raum braucht. Ja, also letztendlich ist das keine klare Antwort, aber es ist letztendlich wie eine Frage der sozialen Kompetenz einer Kandidatin, eines Kandidaten, die man da irgendwie auch erkennen kann mit dem Feingefühl, dass das muss einfach ehrlich sein. Also ich habe auch schon Leuten gesagt, die dann eine Choreografie angeboten haben, denen habe ich gesagt, ich hätte den Gesang wahrscheinlich viel besser gefunden, wenn diese schreckliche Choreografie nicht gewesen wäre. Das lenkt dann ab, oder? Das meinst du damit? Das lenkt ab von der Stimme und sollte nicht. Ja. Und manchmal hilft es auch nicht der Stimme. Na, wenn man jetzt weiß, tada, ich bin da und ich brauche jetzt die Arme für einen Ton, dann steht man ganz anders und dann hilft es der Präsenz. Aber wenn man jetzt da seine Requisiten mitbringt und eben noch den Tanz oder so, das ist für ein Chorvorsingen wahrscheinlich zu viel. Aber es ist schwierig, das zu sagen. Ich kann das dann in dem Moment erkennen, ob mir das zu viel ist oder ob mir das zu wenig war. Aber ich glaube, soziale Kompetenz ist das Stichwort. Verstehe ich. Vielen, vielen Dank. Das war wirklich, also ich habe so viele Sachen jetzt selber gelernt. Vielen Dank dafür. Es klingt, als ob Theater Koblenz wirklich ein ideales Haus ist, zu arbeiten. Und ich wollte fragen, gibt es bei euch jetzt gerade Vakanzen? Nein, leider nicht. Also im Chor, nein, wir haben jetzt gerade zwei Damen engagiert als Elternzeitvertretung. Ich kann nicht versprechen, dass so schnell nochmal jemand schwanger wird. Darauf habe ich keinen Einfluss. Okay. Und haben wir zurzeit nicht, nein. Und aber wenn sowas passiert, also wenn es eine Vakanz gibt, also für Frauen oder Männer, ja, die nicht schwanger werden können, aber ja. Wie kann man diese Stellen oder diese Vakanzen finden und wo soll man sich bewerben dafür? Also wir schreiben immer über Theaterjobs und Bühnenjobs aus. Da findet man alles sofort und richten auch dafür dann immer extra eine E-Mail-Adresse ein. Man kann es per E-Mail schicken, man kann es auch per Post schicken. Beides möglich. Was ich dann oft mache, ist, oder wo bei mir oft Bedarf besteht, ist ja, dass wir dadurch, dass wir nur 25 fest sind, aber doch bei vielen Opern mehr brauchen, dadurch engagiere ich oft Gäste. Das heißt, ich
Gäste, die dann eben, diese Spielzeit ist die größte Produktion bei uns, Nixon in China, werden wir sehr, sehr groß anlegen in einer sehr großen Spielstätte, damit wir trotz Corona mit allen, mit großem Orchester eben spielen können. Da brauche ich eben auch einen großen Chor und für solche Produktionen engagiere ich dann immer Gäste. Das sage ich auch, das muss man auch vielleicht zu den Vorsängern dazu sagen. Es geht ja dann, also man engagiert eine Person für diese Stelle und man lernt trotzdem viele andere kennen. Und dann in dem, vielleicht habe ich dann an dem Tag keine Möglichkeit, der Person was anzubieten, aber ich, die mir gefallen, die merke ich mir. Die Bewerbungen hebe ich alle auf in einer Schublade und dann weiß ich, ich brauche jetzt demnächst mal einen Gastsopran für diese Produktion und dann frage ich die Person, die mir eben gefallen hat. Das heißt, man stellt sich eben nicht immer nur für diese eine Stelle vor und vielleicht fällt mir in 3 Jahren an einem anderen Haus, vielleicht arbeite ich ja irgendwann woanders oder ich habe irgendwo als Gast eine Produktion und weiß ich, da war doch damals die Sängerin oder der Sänger, das wäre doch jetzt genau die perfekte Besetzung für die Vakanz, die wir hier haben. Das ist eben auch wichtig. Das Vorsingen geht nicht verloren. Das geht nicht verloren, das Vorsingen. Auch genau, wenn es nicht geklappt hat. Genau. Ja. Sehr gut. Und muss man auch, zum Beispiel für diese Produktion oder für andere Produktionen, wenn du Gäste brauchst, muss man dafür vorsingen? Extra vielleicht? Nimmst du auch zum Beispiel gerade auch Leute ein, die vielleicht informativ vorsingen möchten? Also, grundsätzlich ja. Ich arbeite sehr viel und habe deswegen nicht sehr viel Zeit für zusätzliche Dinge. Und deswegen freue ich mich immer, wenn mir Aufnahmen zugeschickt werden. Gegebenenfalls möchte ich dann Personen auch mal kennenlernen. Aber das Ding bei informativen Vorsingen ist ja auch, es macht keinen Sinn, für ein eventuelles Gastengagement bei einem Stückvertrag dann jemanden nach Koblenz einzuladen, der aber in Rostock wohnt. Das ist ja, also dann, ja, grundsätzlich klar, ich habe natürlich auch durch meine vergangenen Stationen und auch durch Studienbekanntschaften etc. habe ich einen großen Pool an Leuten, die ich gerne einlade. Aber ich freue mich auch immer, neue Leute kennenzulernen. Super, sehr, sehr schön. Vielen Dank. Und jetzt kommt die letzte Frage, die aber sehr, sehr wichtig ist immer. Und zwar, wenn du jetzt einen Ratschlag oder einen Tipp geben könntest an die Leute, die gerne allgemein vielleicht zum Chor, also für Chor vorsingen möchten oder speziell zu deinem Chor vorsingen möchten, was wäre das für ein Ratschlag? Also erst einmal finde ich, muss man wissen, dass man in einem Chor singen möchte. Das ist ja eine Entscheidung. Mein Vater war zum Beispiel Opernchorsänger und der hat immer gesagt, Solo wäre nichts für ihn. Er will die Chorgemeinschaft, er will nicht alleine in der Garderobe sitzen, er will eben ein Teil einer Gruppe sein und da seine Chorgemeinschaft haben. Und es ist ja eben zum einen das und zum anderen eben auch die Arbeit auf der Bühne. Das muss man wollen und man merkt auch schnell, wenn die Person sich eigentlich nicht zum Chorgesang berufen fühlt. Und dann finde ich auch, das muss man auch sagen, gerade jetzt in diesen schwierigen Zeiten ist es nicht die Lösung, aus Unsicherheit dann zu sagen, okay, dann gehe ich halt mal in den Chor. Solche Leute will auch kein Chor haben und das tut dem Chor nicht gut und das tut auch der Person nicht gut. Also zum einen, man muss es wollen und zum anderen ist das Wichtigste für mich persönlich beim Vorsingen authentisch zu sein und einfach man selbst zu sein und sich nicht irgendwie zu verstellen, so dass man wirklich die Personen kennenlernt und dass man sich so frei macht, dass man Musik macht. Ich finde,
Grundsätzlich bei Vorsingen haben wir immer überall ein sehr hohes Niveau. Alle sind gut ausgebildet, alle haben studiert, viele haben schon irgendwo Erfahrung gesammelt. Alle können singen. Und dann ist der nächste Punkt, Musik machen. Ja, einfach zeigen, dass man musikalisch ist, zeigen, dass man das gerne macht und zeigen, dass man dafür, dass man das mit Leidenschaft macht, zeigen, dass man gerne Chorsänger ist. Das heißt auch, Chorstellen gut vorbereiten. Ich weiß von Leuten, die an sehr großen Häusern sehr, sehr weit gekommen sind, bis in die letzte Runde, weil sie sehr gut singen und die dann aber die Chorstellen nicht gut vorbereitet hatten. Und damit zeigt man auch, ob man das Interesse tatsächlich hat für den Chor, für den Chorgesang. Das Chorstellen vorbereiten heißt nicht nur die Chorstellen singen können. Ich finde auch wichtig, dass man weiß, was man da gerade singt, worum es geht, dass man den Charakter der Stelle erkennt, dass man muss jetzt nicht groß in die Musikwissenschaft eindringen, aber einfach wissen, worum geht es an der Stelle, welcher Chor ist das, bin ich gerade eine Nonne oder bin ich gerade ein Waschweib oder was auch immer. Ja, und dass man das zeigt, dass man einfach zeigt, dass man weiß, worum es geht. Liebe Aki, herzlichen Dank für dieses fantastische Interview. Es war unglaublich, du hast so viele wichtige Themen angesprochen. Ich habe heute selber so viel gelernt oder kamen zusammen Sachen, die ich selber lernen musste durch die Jahre von Vorsingen. Und ich bin sehr froh, dass wir das alles zusammen sammeln konnten und das auf jeden Fall an Leute weitergeben können. Also ich kann nicht warten, dass dieses Interview weiter veröffentlicht wird. Vielen Dank, dass du Zeit genommen hast. Sehr gerne. Ich bin wirklich geehrt. Ja, schön, dass du bei uns warst. Und vielen Dank an die Leute, die uns heute geschaut haben. Sie wissen Bescheid. Sie dürfen gerne, wenn Sie das Video auch so toll gefunden haben, so wie ich, also Like drücken und vielleicht ein Abonnement schließen. Und Kommentare sind auch herzlich willkommen immer. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal im Chorsingen-Traum. Auf Wiedersehen.